Heute geht es um ein billig produziertes, aber farbenfrohes Science-Fiction-Abenteuer. Star Raiders von Mark Stephen Grove knüpft an die Tradition alter Serials wie Flash Gordon und Buck Rogers an und geizt dabei nicht mit Raumschiffen und sonderbaren Kreaturen. Zunächst einmal fasse ich die Handlung zusammen. Der Söldner und Abenteurer Saber Ren unterscheidet sich von anderen dadurch, dass er mit altmodischen Projektilwaffen und einem Säbel kämpft, nicht so plump und ungenau wie Strahlenwaffen. Als der Prinz und die Prinzessin des Aresianischen Reiches entführt werden, machen sich drei Spezialisten ihrer Garde auf die Suche. Auf Goros, einem weitgehend unbekannten Planeten, treffen sie Saber, der sich ihnen anschließt. Viele Gefahren lauern auf Goros, weswegen schon bald einer von den Vieren ins Gras beißt. Zum Glück stößt als Ersatz Crotalus, das blaue Gummigesicht, zu ihnen, eine alte Freundin von Saber. In den Ruinen einer vergessenen Zivilisation verbirgt sich Sinchin, den seine Feinde einfach Master nennen dürfen. Er hat dank Kryotechnik Jahrhunderte überlebt und plant nun mit neuen Verbündeten, einer neuen Energiequelle und der Mithilfe der Prinzessin Calliope, die Eroberung des Aresianischen Reiches und des restlichen Universums gleich danach. Aber der machtgierige Schurke hat natürlich nicht mit Saber Ren gerechnet. Caspar Van Dien wurde bekannt durch Starship Troopers 1997. Diese Satire war eher ein Ensemblefilm über eine Truppe von Soldaten als ein typisches Star-Vehikel mit nur einem Helden, was der Grund sein mag, dass Van Dien danach nicht regelmäßig Hauptrollen angeboten bekam und er sein Dasein eher in kleineren Produktionen fristete. Die lässige Ironie, mit der er in diesem Billigfilm spielt, steht ihm allerdings gut zu Gesicht. Cynthia Rothrock, die Action-Ikone der 90er Jahre, ist in den Credits an herausragender Stelle genannt, gibt aber nur einen kleinen Gastauftritt 10 Minuten vor Schluss. Sarah Salazar als Calliope hat die beste Rolle erwischt. Zuerst spielt sie die hilflose Gefangene, danach die eiskalte Thronräuberin und beides macht sie wirklich gut. Regisseur und Drehbuchautor Mark Stephen Grove ist ursprünglich Stunt-Koordinator, weswegen es nicht verwundert, dass die Kampfszenen gut inszeniert und geschnitten sind, beispielsweise das Fechtduell zwischen Saber Ren und Calliope. Die wenigsten Schauspieler sind ausgebildete Fechter, weswegen es schwierig ist, solche Szenen glaubhaft hinzubekommen. Achtet mal in billigen Piratenfilmen darauf, was die Nebendarsteller machen. Rechts, links, denn mehr kann man ihnen in der kurzen Zeit nicht beibringen. Der junge Mann, der Prinz Tyr spielt, ist sogar etwas übermotiviert, wenn er zeigt, was er für Kicks drauf hat. Hätte sich vielleicht ein bisschen mehr auf seine Dialoge konzentrieren sollen. Ich vermute, dass ein Schüler aus Groves Kampfsportschule ist, der sich mal ein bisschen profilieren wollte. Betrachten wir die Schwächen und Stärken des Films. An sich ist es eine düstere Story um Krieg, Verrat und einen Schurken, der eine Armee von Untoten belebt. Der Film nimmt sich jedoch selbst nicht zu ernst und baut ein paar humorvolle Auflockerungen ein. Der Klappentext der deutschen DVD vergleicht ihn deswegen gleich mit Spaceballs und Guardians of the Galaxy. Ersteres kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn das ist hier kein Klamauk. Zu Guardians gibt es immerhin gewisse visuelle Parallelen, was das Cover-Artwork nicht gerade verschweigt. Das dürfte aber daran liegen, dass beide Filme sich im Retro-Stil auf dieselben, viel älteren Inspirationen beziehen. Es gibt in Star Raiders originelle Kreaturen, wie etwa die Mutanten, die statt zu schießen mit Parasiten werfen, die eine betäubende Wirkung haben. Oft genug habe ich Low-Budget-Filme gesehen nach dem Motto, Hauptsache es kommen Raumschiffe drin vor, gemacht von Produzenten, die offensichtlich keine Ahnung von Science-Fiction hatten. Das ist hier anders. Als offensichtliche Fans des Genres lassen die Macher es sich natürlich nicht nehmen, Caspar Van Dien seine Rolle aus Starship Troopers zitieren zu lassen. I hate bugs. Die Filmmusik platziert immer wieder an den richtigen Stellen ein Leitmotiv, eher orchestral als futuristisch, und es fügt sich angenehm ein. Natürlich hat der Film seine Schwächen, was besonders die Raumschlacht zu Beginn zeigt, die wirkt wie ein mittelmäßiges Computerspiel. Immerhin ist das liebevolle Design der Raumschiffe hervorzuheben, das sehr unterschiedlich ausfällt, je nachdem, welche Rasse sie fliegt. Saber und seine Begleiter erledigen mindestens 20 der untoten Wächter Sinjins, aber es sind nie mehr als zwei von ihnen gleichzeitig im Bild. Gewiss wurden hier dieselben zwei Kostüme immer wieder verwendet. Gedreht wurde in einem Wald in Colorado, was leider auch genau so aussieht.
Man sollte besser über die Story reden. Der Held Saber Rain wird gut aufgebaut, anfangs für einen Verräter gehalten, bis die Zuschauer mehr über seine Vergangenheit enthüllt bekommen. Eine sehr schöne Storywendung ist, wenn sich herausstellt, dass die Prinzessin Calliope, die angeblich entführt wurde, in Wahrheit mit dem bösen Sinjin im Bunde ist und gegen ihre vermeintlichen Retter kämpft. Das zeigt, dass man es hier keineswegs mit einer schlichten Star-Wars-Kopie zu tun hat, obwohl Saber als Gesetzloser mit Prinzipien auffallend Han Solo ähnelt. Was Calliope betrifft, wird die Erwartungshaltung des Publikums jedoch auf den Kopf gestellt. Dabei wird ihr eine glaubwürdige Motivation mitgegeben, die in der Geschichte von Goros und Ares begründet ist. Auch der Bösewicht Sinjin will nicht einfach das Universum erobern, weil Bösewichte sowas eben tun, sondern er hat eine persönliche Rache für eine frühere Niederlage laufen. Die Charaktere sind ziemlich gut geschrieben. Nehmen wir zum Beispiel auch Leutnant Rill, der erst gar nichts von Söldnern wie Saber hält, nach und nach aber Respekt vor ihm bekommt. Solche Weiterentwicklungen sind wichtig, um die Figuren mit Leben zu erfüllen. Wenngleich dem Film 100 Millionen Dollar gefehlt haben mögen, um alle Ideen adäquat umzusetzen, sorgen das brauchbare Drehbuch und die kompakte Länge von 79 Minuten dafür, dass man sich Star Raiders durchaus anschauen kann. Ich habe ehrlich zugegeben Sympathien für solch kleine Außenseiterproduktionen, die eigentlich keine Chance haben, aber aus ihren bescheidenen Mitteln das Beste rausholen. Übrigens ist auch die deutsche Synchronisation recht ordentlich gemacht. Star Raiders endet mit einem Cliffhanger, doch aus einer Fortsetzung wurde bisher nichts. Regisseur Grove widmete sich indes ähnlichen Projekten wie Aliens and Dragons von 2020, den ich ehrlich gesagt gerne mal sehen würde, wenn er hier rauskommt. Warten wir es ab.